Topspiel bei Topstimmung in Graz-Liebenau. Meister Sturm empfängt Vizemeister Salzburg. Es sollte ein denkwürdiges Fußballspiel werden. Und ein historisches für Sturm. 15. Minute, Jalkue, 1:0 für die Grazer. 100% Risiko, 100% Torerfolg. Die Grazer haben dann weiter Chancen im Minutentakt. Eine halbe Stunde gespielt. Flanke Lavallee, Kopfball Birev und drin ist er via Innenstange und Goalie Blaswig. Trifft der Stürmer zum 2:0 Pausenstand für den SK Sturm. 5 Minuten nach dem Seitenwechsel. Chukwani auf Birev, der Stürmer. Zielsicher, abschlussstark mit dem Treffer zum 3:0 für die Grazer. 15.000 Zuschauer feiern ein Fußballfest, das aber noch ein paar Festakte aus Grazer Sicht bereithält. Flanke Böwing, Abschluss Mika Biereth, 4:0 für die Grazer nach 62 Minuten. Hattrick für den 21-Jährigen. Der letzte Sturmstreich erfolgt in der 76. Böwing mit dem Corner, Aiwu mit dem Kopf. 5:0 für Sturm gegen die Bullen. Sturm geht als Tabellenführer in die länderspielbedingte Pause. Salzburg muss hingegen die höchste Liganiederlage seit 16 Jahren hinnehmen.